verlieren. Und wir haben hier den Greenholm, den Fred Frollo, den Le Schrammo und den guten LP, der allerdings gerade nicht in der Gruppe ist. Und wir zocken mal ein bisschen Need for Speed World. Wo ist der Guten? Der ist in der Gruppe. Ich habe wieder Malheur. Du hast wieder einen Fauxpas. Ich habe vergessen, aus der Gruppe rauszugehen, aus den letzten Rennen. Und jetzt fahre ich hier gerade mit irgendwelchen anderen Deppen. Weißt du, du kannst Escape drücken und das Ganze verlassen. Nee, ich ja nicht. Ich immer kann nur Event, ne? Quitten. Quitten? Quit. Quitten kann ich nicht. Meister jetzt Quitte, das ist doch der bei Dragon Ball. Die Katze oben auf dem Turm. Da habe ich keine Ahnung von. Ich bin nicht so der Anime-Fan. Jetzt. Hallo? Momentchen mal. Ich lade mal. Ah ne, den Guten kann ich nicht mehr in die Gruppe einladen. Weil ich bin doch eigentlich schon drin. Bei mir wird er nämlich nicht angezeigt, aber egal. Gut, dann schauen wir doch einfach mal, dass ich euch zu Spade Street einlade. Oh ja. Bitte. Vier Stück, das passt soweit. Vier Stück Fahrervieh. Vier Stück Fahrervieh, genau. Es gibt Federvieh, es gibt Nutzvieh. Der guten LP fehlt. Ich bin drin. Der ist drin. Ich stehe auf Startplatz 1 bei mir. Es ist dieses schöne Spiel hier mal wieder. Ich sag zu diesem Spiel nichts mehr. Schrammo ist ein bisschen frustrated, wie ja. Der. Wollen wir kurz die Geschichte erzählen? Nein. Oh, bitte. Nein. Erzählt ihr sie. Ich erzähle sie. Also, Schrammo hat gestern ein Testspiel gemacht mit Need for Speed World. Und er hat tatsächlich seinen alten Fahrer von damals, von den ersten 30 Folgen oder sowas, wiedergefunden. Aber jetzt klappt es doch nicht mehr. Also ich muss dazu sagen, dass ich vorher das komplette Spiel deinstalliert habe und wieder neu installiert habe. Dann war wieder alles in Ordnung. Dann habe ich heute das Spiel gestartet, dann wollte er irgendwas runterladen, hatte anstatt die maximale Qualität die Standardqualität runtergeladen. Dann musste ich die maximale Qualität wieder runterladen. Und dann war wieder alles genauso scheiße, wie es jetzt ist. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wenn du jetzt wieder die Standardqualität... Nein, ich habe die maximale... Nein, will ich gar nicht probieren. Ich will dieses Spiel eigentlich gesagt. Du spielst es eigentlich nicht mehr wegen des Spiels, sondern nur noch wegen uns. Ja. Das ist nett von dir. So bin ich. Dass du dir so einen ungeliebten Aufwand machst, nur wegen uns. Das macht mich zu Tränen. Nur für euch und für alle anderen, die das gerne sehen wollen. Ja. Mich rührt das zu Teig. Und zwar zu leckerem Kuchenteig. Ja, oh, du siehst doch aus. Ich hab Hunger. Oh, jetzt ein Käsekuchen. Oh, jetzt ein Schnitzel. Auch ein Käsekuchen. Ah, Käsekuchen. Oh, Käsekuchen. Oh, mit so einem Käsekirschkuchen. Nein, einfach nur ein Käsekuchen. Nein, dein Käsekuchen muss ein bisschen Kirsch mit drin haben. Das ist so geil. Ja. Schnitzel und ein Käsekuchen. So schön reingedrückt. Schnitzel muss auch ein bisschen Kirsche drin haben. Und ein bisschen Käse. Bisschen Käse, Kirsch. Ja gut, dann ist es ja nur ein Cordon Bleu. Ja, mit Preiselbeeren. Oh, Preiselbeeren. Preiselbeeren mit Kirschen. Ja, und dazu ein Käse. Aua, ich werde blockiert. Hallo, blödes Auto, weg da. Schrammo, ein Verkehrsmagnet für dich. Ich bin gegen was gefahren. Schrammo ist vorne. Au, mein Spiel leckt gerade und es leckt wirklich. Das heißt, du hast die Frames verloren. Yay, herzlichen Glückwunsch. Need for Speed World, das perfekteste Spiel, das es in dieser Welt gibt. Wir lieben es alle. Du sollst Scarlett doch nicht in das Spiel lassen. Das ist aber auch voll die perfekte Engine und so. Deine Mutter ist die perfekte Engine. Oh, das ist ich Ziel. Ich hab nochmal schon wieder aktiviert. Das war sehr schlau von mir. Herzlichen Glückwunsch, Guten. Ma. Ich bin Letzter geworden. Ja. Dabei habe ich doch das coolste Auto. Know your place. Oh, know your place, biatch. Ma, warum kriege ich immer nur Power-Ups? Ich auch. Ich möchte mal hier so ein cooles 3 oder 2 Sterne Gedönsel. Ich würde vorschlagen, wir machen gerade nochmal North Bay and Harbor Sprint. 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 Sprint, yo. Lass uns doch mal sprinten. Yo. Sofern alle aus der anderen Lobby draußen sind. Bin ich ja. Denn? Bist du rausgegangen? Dann ich bin draußen. Ich will ja niemanden, drin? Ich will ja niemanden beim Namen nennen. Guten. Ich weiß, ich hab da schon mal Malheur. Guten ist unser Problemkind. Aber das kriegen wir da auch noch raus. Wir kriegen das Problemkind raus? Nein, die Probleme kriegen wir aus dem Kind ausgetrieben. Raus in den Garten oder was? Am Baum festbinden. Ja. Nee, erstmal Kartoffeln schälen. Aber mit den Fingernägeln. Oh. Das ist interessant. Bestimmt lecker.
Sind es so die Foltermethoden von 1962, als du geboren wurdest? Genau, 1962. Ja, ein perfekter Start für mich. Für mich nicht. Für mich auch nicht. Das finde ich gut. Aber das ist doch eigentlich total einfach. Ja. Können wir uns bitte mal alle lieb haben jetzt? Nein. Nein. Aber ich habe euch lieb. Ein Free-to-Play-Anlass-Spiel. Wir auch müssen uns flamen. Au! Oh, ich wurde gebumst. Endlich mal. Wow. Nein, nein, nein. Ich krieg ja nachher noch Besuch. Ja, Moment, aber ich habe euch alle lieb. Nein, 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 nein. Was nein, 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 nein. Ich habe euch alle lieb. Nein, 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 nein. Wie auf der Reeperbahn. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was ist denn, wenn der Besuch diese Folge liest, sieht? Liest, er liest diese Folge. Die Folgenbeschreibung. Ach, hallo. Mein Besuch ist blind, deswegen muss sie die Folgen lesen. Deswegen Reihe. Also man muss dazu sagen, wir haben heute Sonntag, den 29. oder so. 30. Den 30. Genau. Aua, Baum und Wand. Das heißt, lieber Besuch von Julien, na, du weißt, dass du jetzt gemeint bist. Ja, aber das Problem ist, weißt du, der Besuch kommt nicht zu Julien, weil der Besuch blind ist. Sonst würde der Besuch gar nicht zu Julien kommen. Oh. Ich dachte, du hättest mich lieb. Das dachte ich auch. Und dann erzählst du mir, dass der Besuch kommt, der dich bumst. Das habe ich nie gesagt. Nein, auch wieder. Ich habe nur gesagt, ja, spul zurück, dann weißt du, was ich gesagt habe. Also eine Frau kann träumen. Ich möchte schon darum bitten, dass jedes meiner Worte auf die Goldwaage gelegt wird, ja? Julien, ich komme dich trotzdem besuchen, auch wenn ich diese Folge jetzt mitbekommen habe. Du bist der Besuch. Fred, du bist blind. Es ist Friederike. Friederike Vorlaut. Wobei ich bei Vorlaut immer an Fallout denken muss. So sieht sie auch aus. Friederike Vorlaut. Oh Gott. Jetzt malt euch davon ein Bild mit Paint. Ja. Ja. Und da darf man niemals zu ihr sagen, leih mir dein Ohr. Ja, und wenn man fertig ist, sagt sie, nee, lass stecken. Aber das müsstest du ja andersrum. Egal. Naja, du wirst ja auch. Alter, was ist denn das für ein Leckkram? Ich habe irgendwie vor 10 Sekunden auf die Nitro gedrückt, jetzt wird er aktiv. Das ist schon gerade sehr, sehr ruckelig. Bei mir auch. Also ich habe Leitung, ich sehe euch liegen. Auch gar nicht mehr. Du bist ja auch blind. Haben wir ja schon geklärt. Friederike. Scheiß Verkehrsmagnet. Ach ja. Ich in diesem Moment habe ich in meinem Kopf eine Umarmung für euch. Ach Gott. Ach Gott. Nein, Guten. Er schafft es. Er schafft es. Ja! Der Sprössling hat ein Rennen gewonnen. Habe ich doch gar nicht. Na Schrammo, du bist ja schon altes Eisen. Ach so. Edelmetall. Der Guten, der ist so... Jetzt so langsam legt er los, ne? AM-Part. So, Green TNT. Ich brauch tolle Sachen. Ich muss jetzt euch alle besiegen. Das müssen wir alle, Fred. Ich möchte ein S5. Ich habe eine Idee. Oh Gott. Ich habe aber eine gute Idee. Oh Gott. Wir tun jetzt mal alle so, als hätten wir eine heiße Kartoffel im Mund. Au Gott! Nee, das ist der Trick. Das ist der Trick, wie man einen indischen Akzent nachmacht. Dann kann man nämlich genau so reden. Aber ich würde nicht mehr verreden, wenn man halt noch so einen Mund heißt. Ich könnte euch einladen zu Compromise Teamflucht. Oh, das klingt awesome, mach das sofort. Ich will unbedingt Compromise Teamflucht machen. Das ist ein B-Klassen-Event. Oh, ich musste dafür leider meinen Audi S5 nehmen, weil das der Klasse schlimm. B ist. Wir fahren aber zusammen. Genau, wir fahren sowieso zusammen und ich warte kurz vor dem Ziel auf euch. So 20 Minuten ungefähr. Ich möchte jetzt auch S5 fahren. Ich wette, er wird verhaftet. Ja, das Miese ist, hier gibt es nur 2 Verwarnungen. Bei den anderen gab es immer 3. So ein S5 ist schon ein schickes Kilometer, Auto. Ne? Ich weiß ja nicht, ob wir das schaffen. 7 Minuten 30. Also ihr müsst euch ranhalten. Ich auch. Wir müssen uns alle ranhalten. Und dann müssen wir uns bei den Händen halten. Okay. Oh. Und dann müssen wir uns gegenseitig die Fahne halten. Ab welchem Level kann man ein S5 kaufen?
Das ist levelunabhängig. Brauchst du Geld. Ach so. Brauchst 650.000 und dann kannst du dir ein Essen kaufen. Ich bin aus der Teamflucht, ich bin doch drin, okay. Dann können die keine realistischen Preise machen, dann wäre das viel besser. Ja, realistisch. Ich kenne das, wenn ich mit meinem Golf 3 durch die Stadt fahre und dann auch Leute zu Straßenrennen rausfordern und dann da irgendwie ein paar tausend Euro oder Power-Ups bekomme. Ja. Power-Ups vor allen Dingen, ne? Ja. Oh, ich habe die Corvette ein bisschen gedreht. Power-Ups. Power-Ups. Oh Gott. Oh je, oh je. Oh mein Gott. Der Audi lässt sich so krass schwer steuern, das ist echt ohne Worte, der zieht so nah. Naja, ich muss ja sowieso... Da steht Audi drauf, der kann nur gut sein. In Real ja, in diesem Spiel ist es irgendwie so ein bisschen gegenteilig. Audi hat nicht genug gezahlt. Wahrscheinlich. Hey Greenholm. Oder zu viel. Hast du da eine Abkürzung genommen? Ist das eine Abkürzung? Nee, nein. Eher im Gegenteil, das ist eine Verlängerung. Oh yeah. Oh Gott. Ach du Schande, ist das heftig. Yo. Yo. Und vor allem, das geht so lang. Oh je, das wird die reinste Crash-Party hier. Oh ja. Puh. Oh Gott, nichts passiert. Lass mich jetzt gut. Ai, 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 ai. Alles voller Polizisten hier. Ich freue mich schon auf die Rhinos und die Nagelbänder bei dieser engen Strecke hier. Nagelbänder? Mhm. Früher oder später gibt's Nagelbänder. Ich habe nur noch einen Reifenreparatur. Flickset. Rhino detected. Und da. Ich habe nur noch zwei. Au! Oh, ich schieb dich an. Au. Oh. Hat nicht funktioniert. Hm, schade. Muss ich kräftiger stoßen. Mhm. Aber auch nur. Hier liegt ein Polizist in der Straßensperre auf dem Dach. Wie geil. Ja, der hat ja die Lücke perfekt gefüllt. Ein Lückenbüßer. Ach, wie herrlich. Das war ein schöner Anblick. Ja, aber echt. Hopp, ich fliege. Das war so das unpassende, lange Viererteil, das nirgendwo hin passt. Alter, wie ich fliege. Der Viererteil war immer awesome. Man konnte immer irgendwas machen. Ja, nicht immer. Besonders blöd ist, wenn du das Viererteil bekommst und so denkst, geil, jetzt zimmer ich das direkt schwungvoll da unten hin. Ma. Und dann ist es noch eine Position zu weit rechts. Ah, oder zu weit links, das ist auch schlimm. Wovon redet ihr gerade? Tetris. So, wie seid ihr denn auf Tetris gekommen? Ja. Machst du kein Tetris-Let's Play? Fred, gucke dir die Folge an und dann weißt du es. Bam bada bam bada bam bada bam bada bam bada bam 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 bam. Aua! Bam 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 bam. Nein, 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 nein. Oh, geiles Auto. Ich wurde erwischt. Green. Strikes null. Das war gemein. Ich wollte zurücksetzen und dann kam einer von hinten. Nein. Verdammt. Julian. Oh, du armer Julian. Das Problem Julian ist, wer jetzt noch geschnappt wird, ist draußen. Der ist tot für sein ganzes Leben. Genau, der wird gebannt, gelöscht, gekickt und getötet. Ja, der stirbt so lange, bis er tot ist. Das darf doch nicht wahr sein. Irgendwie bin ich gerade schlecht. Irgendwie kommt ein Rhino direkt von vorne. Irgendwie schaffen wir das, glaube ich, nicht. Weil ich noch 10 Kilometer habe und wir noch weniger als die Hälfte der Zeit haben. Hm. Ah, ich habe noch 9,6 Kilometer. Vielleicht schaffe ich das. Ich habe noch 35.000 Füße. Vielleicht haben wir ja im späteren Verlauf nur noch Autobahn, wo man richtig schön fetzen kann. Also ich bin gerade auf der Autobahn und wir kommen Ich sehe dich, Schramo. Also ich bin quasi tot. Ich bin tot, ihr könnt mich vergessen. Ja. Ma. Die eine Schweigeminute für Schrammo. Das reicht. Bam! Oh. Bam! Ich bin auch festgenommen. Oh, verdammt. Ich wurde sehr, sehr fest. Genau. Also, es sieht so aus, als wären wir jetzt erstmal eine Weile auf der Autobahn, würde ich sagen. Ja, sieht tatsächlich so aus. Ja. Fahrt ohne mich! Ihr müsst die Mission vollenden. Okay.
Okay, wenigstens ist jetzt hier ein bisschen freie Fahrt. Einigermaßen, solange einem kein Reno entgegenkommt. Also Julian, das war jetzt ja mal ein Griff ins Klo, ne? Was meinst du genau? Diese Strecke zu fahren? Ja, sie ist schon herausfordernd. Ich bin fast der Meinung, man braucht tatsächlich auch einen Klasse-B-Wagen, um so ein Rennen fahren zu können, sonst schafft man das fast zeitlich gar nicht. Ja, das würde erklären, warum das Ding als Klasse B eingestuft ist. Mhm. Also Klasse C haben wir ja alle noch relativ gut gekriegt, ne? Ja, meine linke Brust juckt. Telefonzellen, weg. Ich wollte jetzt nichts dazu sagen. Ich auch nicht, ich bin immer noch in der Schweigeminute für Schrammo. Wie sieht's so aus? Meint ihr, wir können das noch schaffen? Natürlich schaffen wir das noch. Also, nee, kann eigentlich nicht sein. 1 Minute 49 und ich habe noch 5,2 Kilometer vor mir. Das kann doch nicht passen. Das kann doch nicht passen. Ich habe nur 17.000 Füße. Das sind 5.100 Meter gerade bei mir. Nein! Ich versuch, und Lagebänder. Ich das nach Hause fahren kann, aber oh. Ich habe so das Gefühl, das passt einfach nicht. Stimmt da was nicht zwischen euch beiden? Nee, hier stimmt gar nichts gerade. Autsch, das Reno ist böse auf mich. Miau. 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 Au. Ich bin so schlecht, das tut ja weh. Mhm. Oh, ich habe sie reden gehört. Oh, 60 Sekunden, ich habe noch 3 Kilometer vor mir. Das kann doch nicht klappen. Hast du locker. Ich habe jetzt einfach mal die platten Reifen in Kauf genommen. Ich hab auch etwas geplättet. Nur damit ich keine Geschwindigkeit verliere. Aber ich komme irgendwie auch gar nicht so richtig auf Touren, weil das jetzt wieder so links, rechts kurvenlastig ist. Also ich glaube, ich komme mit 8000 Füßen nicht mehr ins Ziel. Nee, ich glaube, man schafft in der Minute knapp 2 Kilometer. Das ist ja schon viel. Eigentlich ja, aber in diesem Spiel reicht es halt trotzdem nicht für diese Flucht. Dafür springe ich jetzt noch stilgerecht über Polizisten. Und lass mich von einem Reno knallen. Na gut, ich hätte noch 850 Meter gehabt. Oder 810. Ich weiß nicht mehr. 5200 Füße hätte ich noch. Wir sind alle busted. Also wenn ihr fertig seid, dann können wir ja jetzt noch einen Dreckrennen machen. Ach, so ein Dreck. So ein Dreck. Dann lade ich euch einfach mal ein zur Speedfair. Warte, ich bin hier irgendwie immer noch in dem Spiel drin. Ich komme hier auch. Boah, dieses Spiel ist so awesome. Ich liebe es. Ich kann nicht Escape drücken und ich kann nicht aufs Zahnrad drücken. Ich kann gar. Jetzt bin ich draußen. Sehr draußen. Schön. Wie sieht's mit dem Rest von euch aus? Ich bin fertig, ja. Ich bin startklar. Dann wird eingeladen. Vielleicht liegt das an deinem Kabelinternet, Schrammo. Ja, daran wird's liegen. Hast du eine Einladung bekommen? Nein. Ich mach natürlich Automatik. Dann müssen wir nochmal raus. Nochmal Privatspiel, Gruppe einladen. Und nimmst du dafür auch immer noch dein Audi? Ach stimmt, ich sollte ja dann... Moment... So, jetzt versuche ich es nochmal. Speedfair, Privatspiel, Gruppe einladen. Ne, ich kann nur 3 Leute einladen. Reicht doch. Dann, ja genau, dann fahrt doch ihr 3, ich nicht. Hä? Ich kann nicht, ich kriege keine Einladung. Ich versuch's mal. Gruppe einladen. Ich bin dabei. Ich auch. Nicht. Versuch du doch mal, Schrammo. Teleportier dich mal zu mir. Hier startet das Event. Speedfair ist im Südosten, ganz rechts unten in der Karte. Ich mache Teleport to Friend. Oder so. Ich glaube, ich spiele heute mal mit Tastatur. Hast du das noch nicht rausgefunden? Multiplayer. Nein, ich habe auch nicht Multiplayer. Ja, ich jetzt da. Aber das kannst du ja ganz einfach ablehnen. Ja, jetzt muss ich kurz ablehnen.
Auch ein BMW, auch nicht, nicht schlecht. Wir haben noch 5 Sekunden in dieser Folge. Ja, ich weiß. Nur keine Eile. Private Match. Invite Group. Ich fürchte, das wird erst beim nächsten Mal dann. Hast du eine Einladung bekommen? Ich habe eine bekommen. Wir sind alle drin, wie es aussieht. Da können wir nochmal. Schaffen wir das noch? Ja, komm, 21 Uhr. Jo, wir schaffen das. Völlig okay. Ist ja jetzt nicht so, dass wir uns abhetzen müssten. Ja, oder dass es ewig lange dauern würde mit dem Upload. Genau. Na komm, diese 2 Minuten machen auch nicht mehr viel aus. Nein, ich weiß. Dann machst du halt einfach eine Bitrate von 1 Megabit. Ja, den nächsten Video bei mir in 144p nur noch zu sehen. Mit richtig gutem Ton. Ja, 144p HD. Oder du holst dir einfach mal einen vernünftigen Internetanbieter. Ja, klar, wenn die mal vernünftige Kabel ziehen würden, dann würde ich das auch machen. Ha. Julian. Geschaltet. Oh Mann, ich hab voll schlecht geschaltet. Ich hasse dich so sehr, Julian. Aber im 5. Gang kommt bei meinem auch gar nichts mehr. Tja, jetzt habe ich extra noch auf euch gewartet, aber... hat wohl doch nicht so viel gebracht. Oh, 7500 Geld. Oh, ich hasse dich so sehr. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich. Das glaube ich nicht so sehr, aber das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Need for Speed World. Bis dann und macht's gut. Bye. Tschüss. Bye. Tschüss.